Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauer, hallo. Sie sind jung. Dankeschön. Sie sind umjubelte Schauspieler oder Popstars. Sie sind gefeierte Sportler. Sie begeistern ein Millionenpublikum. Aber was kommt danach? Jung, berühmt, erfolgreich und dann? Das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich begrüße sehr herzlich die Eiskunstlauflegende Marika Kilius. Bereits mit 2 Jahren standen Sie zum ersten Mal auf Rollschuhen. Kurze Zeit später zogen Sie die ersten Pirouetten auf dem Eis und wurden zu Deutschlands Eiskunstlauf-Ikone. Gemeinsam mit Hans-Jürgen Bäumler holten Sie viele Medaillen und galten als das Traumpaar schlechthin. Welche Rolle Ihre Mutter bei Ihrer Traumkarriere gespielt hat, das erfahren wir von Marika Kilius. Nochmal herzlich willkommen. Christian Karmann. 8 Jahre lang konnten die Lindenstraßenfans verfolgen, wie sie als Benny Beimer vom braven Jungen zum rebellischen Teenager heranreiften. Danach wurde es etwas ruhiger um ihre Fernsehpräsenz. Kürzlich machten sie wieder Schlagzeilen, allerdings mit einem unerfreulichen Vorfall. Ich begrüße ganz herzlich im Nachtcafé Christian Karmann. Auf der Achterbahn des Erfolgs sind auch Sie gefahren, Marlene Tackenberg. Mit der Girlband Tic-Tac-Toe wurde Ihr Leben schlagartig ein anderes. Belagert von Fans und Fernsehteams gab es für Sie kaum einen Atemzug ohne mediale Begleitung. Doch der Aufprall aus dem glanzvollen Popstar-Leben war hart. Sie hatten mit Geldproblemen und Alkohol zu kämpfen. Wie es Ihnen heute geht, hören wir von Marlene Tackenberg. Und ich begrüße ganz herzlich Thomas Haustein. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, das Schicksal der drogenabhängigen Christiane F. und ihres Freundes Detlef war in den 80ern ein Welterfolg. Das aufrüttelnde Buch prägte eine ganze Generation und wurde verfilmt. In der Hauptrolle Sie als Detlef. Was danach kam und warum Sie die Drogenszene heute immer noch nicht loslässt, das erfahren wir von Thomas Haustein. Zuspruch von außen, Selbstvertrauen und Anerkennung. Viele Jahre war das für Sie, Jacqueline, absolute Fremdwörter. Denn von Kindesbeinen an wurde Ihnen stets eingetrichtert, müh dich nicht ab, aus dir wird sowieso nichts. Dieser Stempel blieb an Ihnen kleben, bis mit Anfang 50 die Kehrtwende kam. Ein IQ-Test war der Anfang eines neuen Lebens. Ich freue mich auf Jacqueline Bethke. Und Bärbel Wadetzki, gibt es denn so etwas wie ein Erfolgsgen? Von welchen Faktoren ist Erfolg eigentlich genau abhängig? Und wo lauern die Gefahren, wenn an den Erfolg in jungen Jahren nicht angeknüpft werden kann? All diese Fragen beantwortet heute Abend die Psychologin Dr. Bärbel Wadetzki. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Frau Tackenberg, haben Sie denn in Ihrer Kindheit und Jugend Lindenstraße geguckt? Ja, ganz bestimmt. Also ist der Benny Beimer schon ihm ein absoluter Begriff? Ja, komplett. Hat Sie begleitet? Hat mich begleitet. Ich habe jetzt nicht so extrem geguckt, aber Lindenstraße kannte in der Zeit jeder und Benny Beimer kannte auch jeder. Und umgekehrt, haben Sie Tic-Tac-Toe gehört? Also ich habe natürlich deutsche Musik gehört und da war auch Tic-Tac-Toe dabei. Und den, aber Hype, den Hype haben Sie schon auch? Ja, gehört? Natürlich, man hat das natürlich alles mitverfolgt, die Pressekonferenz und... Ja. Das ist alles die Trennung und so. Aber wir haben uns erst danach kennengelernt. Ja. Ah ja. Ja. Und heute wieder Wiedersehen. Ja. Und heute Wiedersehen im Nachtcafé. Herr Haustein, Sie waren der Detlef, die Hauptrolle, eine der großen Hauptrollen in Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Sie haben jetzt mit dem Promi-Leben nicht mehr so viel zu tun. Auch mit dem Schauspielerleben nicht mehr so viel zu tun. Genau. Bedauern Sie das manchmal? Es gibt Augenblicke, in denen ich dann schon mal so mir ein paar Gedanken mache. Ne, was wäre, wenn? Aber es ist alles so gut, wie es gekommen ist. Also ich habe da für mich keine, ich hader da nicht mehr. Was haben denn die, Frau Wadetzki, die jung, berühmt und erfolgreich sind oder waren, gemeinsam? Die haben sehr häufig ein Problem, wenn dieses jung und berühmt endet. Mhm. Weil
Berühmtheit natürlich schon auch einen enormen Druck ausübt. Man muss immer weiter, immer besser und man muss kontinuierlich gut sein. Und wenn man das plötzlich nicht mehr ist, ist man auf sich selber zurückgeworfen. Und dann ist die Frage, wer bin ich denn ohne Berühmtheit? Und da geht dann die Arbeit los. Wie gut erinnern Sie sich denn auch aus Ihrer Kindheit und aus Ihrer Jugend an diesen Mythos Kilius Bäumler? Ja klar, das war ein Teil meines Lebens. Also ich habe es jetzt zeitlich nicht mehr so ganz auf der Reihe, aber ich weiß, ich habe früher ganz, ganz viel Eiskunstlauf gesehen und Sie natürlich auch. Im Nachkriegsdeutschland, wie Sie sagen, waren Sie ja wirklich das Traumpaar und Sie haben eine ganze Nation in den Bann gezogen. Waren Sie sowas wie Popstars, würde der Begriff? Ja, weil wir haben die Musiken aus Amerika mitgebracht. Wir sind dann schon nach Amerika gereist. Das war ja damals ein kleines bisschen anders als heute. Und wir haben die Mode mitgebracht, wir haben die Tänze mitgebracht, ob das Twist war, ob das Rock'n'Roll, ob das Halligalli, diese ganzen Sachen, das haben wir alles mitgebracht und haben das alles aufs Eis übersetzt. Wollten die Mädchen so sein wie Sie und die Jungs so wie Hans-Jürgen Bäumler? Die haben teilweise auch meine Frisuren getragen, auch nicht nur in Deutschland, also ob in Europa schon, ja. Und wenn Sie irgendwo hinkamen, war das so, wie man sich vorstellt, kreischen, Ja. Das war schon so. Aber es war eine tolle Zeit. Ich wollte sie nicht missen. Und ich hatte natürlich das Glück, dass ich nicht jung ausgestiegen bin, sondern alt ausgestiegen bin. Ich war ja über 40, als ich aufgehört habe. Also das war ja eine Zeit, ich bin ja über 40 Jahre Eis gelaufen. Wir holen aber auch, ja, das ist was, genau. Wir holen aber auch die Anfangszeiten noch mal zurück. Marika Kilius, jung, berühmt, erfolgreich. Schon mit 2,5 Jahren schnürt Klein Marika ihre Rollschuhe. Mit 15 ist sie bereits Weltmeisterin im Rollkunstlauf und nimmt Kurs auf eine Weltkarriere mit vielen Medaillen auf Rollen und Kufen. Zusammen mit Hans-Jürgen Bäumler wird sie mehrfach Europameister, holt bei Weltmeisterschaften Bronze, Silber und gleich zweimal Gold. Sie sind das Traumpaar der Nation. Aber nur auf dem Eis. Denn Kilius heiratet den Fabrikanten Werner Zahn. 500 Gäste, 10.000 Schaulustige und eine Fernsehübertragung. Doch die Ehe scheitert. Sie heiratet ein zweites Mal und wieder nimmt die Öffentlichkeit am Leben der schillernden Eisprinzessin teil. So wie zuvor am Sturz bei der verpatzten Weltmeisterschaft in Prag. Oder später am Erfolg bei lukrativen Eislaufrevuen wie Holiday on Ice. 25 Jahre lang begeistert Marika Kilius in der Eisshow die Zuschauer mit ihrer charismatischen Persönlichkeit. Heute schnürt sie wieder die Rollschuhe, nämlich die ihrer geliebten Enkelinnen, die, wie sie selbst, bereits mit 2,5 Jahren das erste Mal auf Rollen unterwegs waren. Marika Kilius, Hochzeit vor 10.000, das ist schon nicht schlecht, das oder? Vor allen Dingen sah das aus wie ein Märchenland, also wirklich wie Prinzessinnen und schon sehr schön. War schön. Wie war das denn ganz am Anfang? Ich meine, jedes Kind hat ja einen Traum. Was war denn Ihr Traum ganz zu Beginn? Ich wollte Ärztin werden. Ärztin? Ja, ich wollte Chirurgin werden. Ist ja dann ein bisschen anders gelaufen. Ein kleines bisschen, aber nur so ein bisschen anders. Die Realität sah schnell anders aus. Mit 2,5 ging es schon auf die Rollschuhe, hat ihre Mutter sie da sozusagen reingesetzt. Dann ging es ans Eislaufen. Mit 4 hatten sie dann schon Unterricht bei einer Primadonna, Prima Ballerina. Ich fing auch gleich mit dem Ballett an, also mit dem klassischen Ballett, dann mit Kautschuk, also wo man sich so richtig verbiegen kann. Und da bin ich wirklich dankbar, das kann ich heute noch ganz gut. Und, Sie haben in einem Tag Spagat gelernt, habe ich auch gehört. Ja, das kann ich auch heute noch. Wie hat das geklappt? Wer hat Ihnen das so schnell beigebracht? Wie ist das gut, hier sieht man es gerade. Die hat sich dann einfach auf meine Beine gestellt. Oh, oh. Erst vorne und dann hinten langsam und dann war ich unten. Das ist also, aber die Marke brutal, oder? Ja, aber aber es hat funktioniert. Und sie kann es immer noch. Sie kann es immer noch, immerhin. Hätten Sie denn in dieser Zeit, das Training ist ja dann auch hart, es lebt von der Wiederholung, gerne auch mal gesagt, Mensch, ich spiele lieber ein bisschen, ich mache mal was anderes, was soll das alles? Ja. Aber Widerstand war nie da? Schon. Wie sah er dann aus? Es hat auch nichts genutzt. Ihre Mutter wollte das schon, ne? Sie stand richtig dahinter. Ja, also wenn gar nichts mehr ging, dann habe ich mich in die Kirche abgeseilt.
Die Kirche war immer so mein Ruhepunkt. Da war auch nicht so laute Musik wie beim Rollschuhlaufen. Bei uns ist ja alles, hat ja alles mit Musik, ist ja alles laut irgendwo. Ich liebe Musik, aber diese Lautsprecher früher nach dem Krieg, die waren natürlich auch nicht mehr so gut. Und dann habe ich mich in die Kirche geflüchtet. Und da wollten Sie dann wieder Ihre Mitte finden, sozusagen, ja? Da hatte schon schon als 4-5-Jährige, ja. Da habe ich meine Ruhe gefunden. Dass Sie Marika heißen, ist kein Zufall. Nein, Ihre Mutter, sicher nicht. Ihre Mutter war Hutmacherin, hätte aber auch gerne im Operettentheater mitgewirkt. Mama hätte das auch gekonnt, also ganz abgesehen davon. Ja. Die gute war wirklich, hat eine gute Stimme gehabt, die konnte pfeifen wie Ilse Werner früher. Also meine Mutter hätte das gekonnt, nur meine Großmutter wollte das nicht. Und dann gab es damals Marika Röck, die heute noch vielen Begriff ist, Operettenstar. Und Ihre Mutter hat Sie nach Marika Röck genannt und Marika Röck tatsächlich gefragt, ob sie das darf? Ja, damals hat man halt noch so Anstand gehabt irgendwie. Heute muss man das ganz einfach machen. Und was hat sie gesagt? Sie hat sie angeschrieben und die hat dann zurückgeschrieben, ja natürlich. Ja. Und sie würde das beobachten, weil da war ich ja noch gar nicht mal auf der Welt. Ach, wusste sie denn, dass sie, damals sie wusste man das doch gar nicht. Dass sie wusste es. Ja, innerlich wusste sie, es kommt eine Tochter. Genau. Und hat gefragt und dann hat die Marika Röck zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, sie wird dann also die Karriere verfolgen, aber sie sollte das ruhig machen. Und dann habe ich sie kennengelernt, da war ich 6 Jahre alt, da haben wir uns in Frankfurt kennengelernt. Und dann haben wir uns nicht mehr aus den Augen verloren, kurz bevor sie gestorben ist. Ihre Mutter hat von Anfang an, also ich sage jetzt mal wie so ein Bild, es hört sich so an, als ob sie auf das Gleis schon mal gesetzt wurden, auf dem sie dann im Leben weiterfahren. Ist das richtig? Mhm. Ja? Ja. Was muss zusammenkommen, dass das gut geht? Dass wenn man so jung und so erfolgreich ist, dass das auch gut geht für einen selbst? Dieses Mädchen, was da gerade gezeigt wurde, die hat die Begabung gehabt. Sie haben die Begabung gehabt. Ja. Und deshalb ist es gut gegangen. Ja. Und es ist ihre Leidenschaft selber geworden. Ja, dann später mal. Später schon. Ja, ich meine, die Frage ist ja in so einem Fall häufig, mache ich es für mich oder mache ich es für eine Mutter oder einen Vater? Weil wir Kinder natürlich sehr häufig sozusagen Aufträge übernehmen. Und wenn zum Beispiel eine Mutter ihre Karriere nicht machen konnte, dann ist sie froh, wenn das Kind es dann macht. Für die Träume der Eltern leben. Genau. Mhm. Und das kann natürlich ein Problem werden, wenn ich eigentlich woanders hin will, aber mich sozusagen seelisch gezwungen fühle, den Auftrag der Mutter oder des Vaters zu übernehmen. Und es kann gut gehen, wenn es das eigene wird, dass man sagt, ich habe es gefunden und ich mache es. Nein, also für meine Mutter bin ich nicht Eis gelaufen oder Rollschuh gelaufen. Nein. Also so habe ich es nicht empfunden. Auch nicht, dass Sie Ihre Kindheit verloren hätten? Für meinen Vater schon gleich gar nicht. Also der wollte es am Anfang auch nicht. Mhm. Und meine Kindheit, gut, also das ist immer so eine Geschichte. Aber ich war ja mit jungen Leuten auch zusammen. Ich meine, das waren ja nicht alles Ältere. Sie sind sehr schnell dann ja sehr erfolgreich geworden, als Sie mit Hans-Jürgen Bäumler... Ja, ich habe mit 6 dann die erste Meisterschaft gewonnen. Und dann ging es ja auch so weiter. Und irgendwann, als Sie dann mit Hans-Jürgen Bäumler zusammenkamen, da sind Sie richtig durchgestartet. Ja. Haben Sie das, was dann kam, den Applaus, die Aufmerksamkeit, haben Sie das richtig genossen? Das war ja immer da. Für mich war das ja nicht neu. Das kannte ich schon. Ich bin ja jeden Abend aufgetreten bei den Amerikanern und bin da Rollschuh gelaufen. Mhm. Und wie ich 3 Jahre alt war, das habe ich gemacht, bis ich 7, 8 war. Jeden Abend fast. Mhm. Und ich bin immer vor Publikum. Das war völlig normal. Und haben Sie auch... Ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Auch die Kritik, das musste man ja auch wegstecken. Mhm. Es war ja nicht immer nur, dass alles so erfolgreich war. Aber das lernt man im Sport sehr schnell. Weil hier und hier zu sein, das ist für uns 5 Minuten auseinander. Und muss ich doch nicht sagen. Und mit dem Hans... Jetzt können wir nicht mal du sagen. Und mit dem... Wir kennen uns doch schon. Ja, okay. Ich muss mich immer richtig anstrengen. Ich kann mich bemühen. Dann mal eine Frage mit dem Hans-Jürgen Bäumler. Ja. Da war gar nichts. Also jetzt bin ich erst recht petto, wer solche Fragen stellt. Nein, das war eher,
wie Geschwister. Wir haben da eine Aussage. Wir wollen einfach ihn mal ganz kurz noch mal hören. Ja. Viel später. Vielleicht sieht er. Also wir wollen mal so sagen, eine Verbindung, die so eng sein muss und wo man gezwungen wird, die Partnerin auch immer anzufassen, bleibt nicht ohne Spuren. So, und jetzt kannst du drüber nachdenken. Die Antwort. Nicht, da gibt's ja bei nicht, viele Partner. Nicht ohne Spuren, hat er gesagt. Das wissen, nein, 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 ich meine nur. Ja, absolut, aber das ist doch ein Thema, oder? Das ist auf jeden Fall ein Thema seit Jahrzehnten. Und wenn es da was aufzuklären gibt. Nein, aber wir wollen ja jetzt auch nicht tiefer. Welche Spuren das auch immer sind, das soll uns dann heute hier nicht weiter beschäftigen. Aber das ist was gewesen, warum die Shows auch immer voll waren. Weil natürlich, wenn wir gelaufen sind, haben die Zuschauer immer gesagt, aus denen wird doch noch was. Ich sehe es, kommt, das wird da doch noch was. Da geht noch was, ja. Ja. Du hast dann ein Jahr vor dem Abi mit der Schule aufgehört. Ja, ein halbes Jahr vor. Ein halbes Jahr davor für den Sport. Ja. Dann ging es bis 21 in den Wettkampfsport. Ja. Danach noch 25 Jahre Holiday on Ice. Viel Geld verdient, richtig viel Geld verdient. Gab es denn dann danach irgendwann mal eine Phase, dass man sich fragt, hey, ich habe immer in diesem Rhythmus, ich war immer Sportlerin. Ja. Wer bin ich denn eigentlich? Klar, ich habe mich dann über 10 Jahre rausgezogen. Das habe ich auch gebraucht, weil ich wollte eigentlich. Und dann fing es an, dann ist mein Leben erspannend geworden. Es war ja vorher gar nicht spannend. Da habe ich ja alles nur erfüllt, was man von mir erwartet hat und was ich auch gerne erfüllen wollte. Also ich war ja jetzt auch nicht geschlagen worden, das zu tun. Ja, aber ich hatte ja auch den Erfolg. Also das kommt ja auch hinzu. Aber wenn es erst nach wie alt? Also wenn es erst nach über 45 Jahren spannend wird, das ist aber dann ja auch nicht so toll. Ja, aber ich habe es wenigstens noch spannend erlebt. Viele erleben es gar nicht. Das ist auch wieder wahr. Ja. Da gab es Höhen und Tiefen und so in sich wirklich reinzusteigen, wie man wirklich ist, das ist so eine Konfrontation. Und die habe ich teilweise alleine, teilweise habe ich mir helfen lassen. Da hat das Leben dann wirklich angefangen, wie ich das in den Griff bekommen habe, wie es läuft, wie das Leben funktioniert, wie man darauf reagieren kann, auf gewisse Dinge und auf mehr. Dann ist es wirklich spannend geworden, das muss ich sagen. Aber die Mühe habe ich mir gemacht. 2013 ging es nach vielen, vielen Jahren dann noch mal mit Hans-Jürgen Bäumler aufs Eis. Ja, da warst du da. Beim Sportpresseball. Ja, na klar, das haben wir noch gemacht. Der Jürgen, guck mal. War so gut. Der Jürgen ist ja gar nicht mehr gelaufen, die Bewegungen sind noch gelaufen. Wie süß. Hammer. Ja, Hammer, oder? Hammer. Also, damals fast 70, welch eine Ausstrahlung, oder? Jo. Auf dem Eis. Und müssen wir noch mal sagen, oder nicht? Unglaublich. Grazie. Wenn man das mal hatte, und es ist ja schön, dass danach ein Prozess losging, der zu sich selbst zu kommen. Ja. Aber wenn man sowas mal hatte, diesen Applaus, und an diesem Abend standen die Leute wieder 5 Minuten nach diesem Moment stehender Applaus, vermisst man das nicht? Nein. Gar nicht? Nein. Nein, weil das war auch ein Grund für mich. Ich bin nie in dieses schwarze Loch gefallen. Und ich muss ja auch sagen, ich war ja dann auch in einem Alter, wo ich nicht mehr Lust hatte, jeden Abend, und nicht, es war ja nicht nur abends, ich hatte ja manchmal 17 Shows die Woche, und das war ja richtige Arbeit. Du hast ja gesehen, so zum Schluss, was da mit Adagio und so weiter. Also da war ich immer froh, wenn ich vom Eis kam und mir ist nichts passiert. Ja, das kommt auch hinzu. Mit Verletzungen oben runterfallen, das hatte ich ja auch alles. Ja. Eislaufen als Paarläuferin ist nicht ungefährlich. Und dann hatte ich auch auf Deutsch gesagt die Nase voll. Und ich konnte auch das dann nicht mehr transportieren, dass es mir Spaß macht. Und dann hast du auch keine Ausstrahlung mehr. Die fehlt dann. Unser Thema ist heute jung, berühmt, erfolgreich. Berühmt und erfolgreich. Sie sind ja auch erfolgreich
Nun sind Sie aber nicht berühmt, also zumindest würde der Begriff jetzt auf Sie nicht normalerweise angewendet. Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang zwischen berühmt und erfolgreich? Ja, spannenderweise machen wir den Zusammenhang. Das heißt, wenn man fragt, wer ist erfolgreich, dann sind es immer Menschen, die im Rampenlicht stehen, die viel Geld verdienen, die Karriere gemacht haben. Ja? Das ist für uns erfolgreich. Und da ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Klar sind die erfolgreich, aber es gibt natürlich auch für jeden von uns jeden Tag Erfolge. Also wenn zum Beispiel ein depressiver Mensch es schafft, aufzustehen, sich zu duschen und einkaufen zu gehen, dann ist das Erfolg. Ja. Und das ist so wichtig, dass wir begreifen, dass wir die Ziele, die wir uns setzen und die wir erfüllen, und wenn sie noch so winzig sind, ja, ich sehe Samen in einem Blumentopf und es kommt eine Pflanze raus, das ist auch ein Erfolg, dass wir das für uns würdigen und dass wir uns darüber freuen, genauso wie über eine große Karriere. Genau, so ja. Da so mit umzugehen, genau das lernt man im Sport. Mhm. Weil im Sport fängt man nicht mit dem Achsel an, sondern man fängt ganz, ganz klein an, quält sich dahin, fällt am Tag 50 Mal hin, steht wieder auf, fängt wieder an. Und man ist mit jedem Stückchen, was man weiterkommt, zufrieden. Ja. Und genau diese Dinge, die lernt man nämlich im Sport. Ja. Christian, Christian Karmann, Sie haben Popularität erlebt. Sie haben jetzt auch mal erlebt, wie es ist, wenn man medial so ein bisschen am Pranger steht. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Dann wollen wir es jetzt auch sehen. Ein Millionenpublikum lernte Christian Karmann als Benny Beimer kennen. Bereits mit 13 stand er für die Lindenstraße das erste Mal vor der Kamera. Wo hast du das her? Wo du das her hast, habe ich dich gefragt. Gefunden. Wo sollst du das schon gefunden haben? Und was hast du überhaupt in meinem Schreibtisch verloren? Ich habe ja wohl auch noch eine andere Zukunft als die Schule, oder? Bitte? Wenn du von der Schule runter willst, dann such dir eine Lehrstelle. Aber tu was! Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Sie hat dich aber gut erzogen. Meine Mom? Ich hatte sie jahrelang vergeblich versucht. Nach 8 Jahren starb er den Serientod und ging nach New York, um die Schauspielerei von der Pike aufzulernen. Ende der 90er kehrte er zurück und war in Kinofilmen wie Bang Boom Bang und Fernsehproduktionen wie dem Tatort, Sehnsucht nach Sandin und dem Untergang der Pamir zu sehen. Außerdem in einer Rolle in Das Tribunal mit Bruce Willis und Colin Farrell. Danach wurde es ruhiger um den zweifachen Vater. 2012 erfüllte er sich einen lange gehegten Traum. Er ließ sich zum Barista ausbilden und eröffnete sein eigenes Café in Berlin. Im Karmann's Own steht der 44-Jährige meist selbst hinter der Theke. Christian Karmann, wie ist das eigentlich so als Schauspieler? Fragt man da immer die Kolleginnen und Kollegen, und was machst du gerade, was drehst du gerade? Ist das so ein normales? Das ist ja immer mein Lieblingssatz. Den gibt es nur bei den Schauspielern und den hasse ich wie die Pest. Na, was machst du gerade? Also fragen Sie einen Chirurgen, na, was machst du gerade? Du, Lunge und... bei euch gibt es auch. Okay. Also generell sagen wir mal so, bei Künstlern, die was produzieren müssen. Ja. Und das ist natürlich, meistens wird da gelogen, bis sich die Balken biegen. Das wollte ich gerade sagen, wenn Sie jetzt zum Beispiel im Moment nichts machen ja. und sagen Sie dann, ich mach gerade nichts, oder sagen Sie, ja, ich habe da jetzt so eine Sache am Laufen, ganz ambitionierter Typ, keine große Kohle, aber kann noch nicht so drüber reden. Also was? Nee, das habe ich eine Zeit lang auch machen müssen. Ja. Aber das Geile ist ja jetzt, das muss ich jetzt nicht mal machen, weil ich habe ja einen Laden, in dem ich stehe. Genau. Da sage ich, ich bin in meinem Laden. Mhm. Und das war die geilste Idee, die ich jemals hatte. Diese Laden aufzumachen und mich nicht abhängig zu machen von diesen Unebenheiten in diesem teilweise mittlerweile wirklich ekligen Geschäft. Also das hat schon auch was damit zu tun, jetzt nicht auf ein Casting zu warten oder das zu machen, sondern einfach einen Inhalt zu haben, der einen ausfüllt. Ich habe das nicht aus dem Grund gemacht, weil das geht gar nicht. Sie können nicht ein Café eröffnen und sagen, das läuft jetzt und das ist ein Ersatz. Was lieben Sie daran? Ich liebe daran, dass ich es selber erfunden habe und alle, ich habe natürlich auch sehr viele Neider da gehabt und sehr, sehr viele Schmäher, die gesagt haben, ah ja, ein Jahr, mal dann ist er weg und so weiter, dass ich das geschafft habe und dass das jetzt auf beiden Beinen steht und dass ich das sicher habe, da kann mir keiner dran und ich muss nicht warten, bis morgen mich einer toll findet und anruft. Ich drehe immer noch meine Sachen so, ja, ich mache jetzt mehr
Zum Beispiel erfolgreich sein ist für mich nicht, wie oft ich im Fernsehen zu sehen bin. Mhm. Ich mache sehr viel mit Nachwuchsregisseuren oder Independent-Filmern und so weiter. Die sieht man, die Sachen sieht man auf Festivals oder im Programmkino. Und deshalb frage ich mich auch oft Leute, ey, spielst du eigentlich noch? Machst oder so? Du gar nichts mehr? Ja, so. aber nee, ich, das Geilste ist, dass ich jeden Tag weiß, wo ich hingehe und wo ich hingehöre. Das kann ich nur in diesem Beruf auch als Schauspieler, es ist immer so eine, wie so ein Reh auf in Scheinwerfer. Man ist immer so, hat immer so Angst, irgendwas zu machen, sich in irgendeine Richtung zu bewegen und so. Selbstständigkeit und so. Viele meiner Kollegen sagen mir, oh, ich finde das so geil, dass du das gemacht hast. Ich würde auch so gerne irgendwie, weiß ich nicht, Heilpraktiker oder so irgendwas machen. Sag ich, mach doch, warte nicht. Und wenn da was kommt, kannst du immer noch spielen. So, ne? Benni, Entschuldigung, Benni, machst du auch Synchronarbeit? Für mich bist du Benni. Christian, kannst du vergessen bei mir. Ja, gut, also. Gisela. Auch okay. Dann bin ich ja flexibel. Ja, ich mache auch Synchron. Ja. Das dachte ich mir doch. Also, mach ich auch. Wie bei den Schauspielern, ja. Aber, ist das eigentlich interessant? Das ist sehr interessant, das macht mir auch sehr viel Spaß. Ja. Aber das ist auch eine Branche, in der muss man wirklich echt sich immer drum kümmern, muss man immer anrufen, ey, habt ihr nicht irgendwas und so. Und da muss man auch immer Klinken putzen und so. Also nur die ganz Großen, die werden da immer angerufen und so. Und so wie man im Fernsehen heutzutage immer nur die gleichen sieht, ist es da auch so, dass... Ja, wie ist das denn, wenn da so ein Til Schweiger, der war ja auch in der Lindenstraße, wenn der so vorbeizieht und der ist ständig im Fernsehen zu sehen, ist das finde ich geil, weil ich meine, er hat es natürlich anders gemacht. Er hat es in seinem Sujet oder in unserem Sujet so gemacht, dass er den gewagt hat, selber zu produzieren. Ja. Und da kann man dran rütteln, was man will, Risiko. Ob einem der Film nicht gefällt oder was. Er hat einen Riesenerfolg und der gebührt ihm auch. Und ob das jetzt nur einer, der Geschmack von jemandem ist, aber das muss man erstmal hinkriegen. Ich wollte noch was sagen. Es gibt natürlich diese 3%, Matthias Schweighöfer vielleicht noch und so, oder mir fallen jetzt nicht die anderen ein, die selber produzieren. Also die machen das natürlich auch aus dem Grund, weil die auch keinen Bock haben auf das geile Drehbuch von Wolfgang Petersen oder von, weiß was ich, zu warten, von Margarete von Trotter, sondern die machen ihre eigenen Filme, weil sie in dem Moment gerade die Möglichkeiten haben, sie haben den Erfolg, sie haben auch die Connections zu den Produzenten, die sagen, okay, komm, wir machen das zusammen, du spielst die Hauptrolle, ich produziere, wir holen uns Förderungsgeld und so weiter. Und das ist absolut richtig, es ist halt nur das, was ich gemacht habe im Filmsujet. Das findet in Amerika immer mehr statt. Wir kommen gleich auch noch zu den unangenehmen Erfahrungen des letzten Jahres. Aber wir holen erst noch mal einen Schauspielerkollegen rein, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dann aber doch wieder ganz andere. Herr Haustein, Sie haben diese Hauptrolle gespielt in Christiane F. Kinder vom Bahnhof Zoo. Wie alt waren Sie? 15. Wie sind Sie da rangekommen? Also ich bin da wie die Jungfrau zum Kind eigentlich gekommen. Ich hatte da vorher gar keine Ambition, irgendwie mich in irgendeinem Metier zu tummeln, sondern bei mir war das wirklich ein Zufall. Und ich bin damals so als Jugendlicher, da habe ich mich in irgendeine Disco in Berlin so geschmuggelt, durfte ja eigentlich noch gar nicht rein, so. Und so mit meinen Kumpels so zusammen. Und dann kam da irgendwie eine Frau auf mich zu und suchte halt Leute für einen Film. Und ich habe das gar nicht so ernst genommen. Die war, glaube ich, die Schwester von Eichinger. Und, ich kannte die ja gar nicht. Ich hab die Karte dann so genommen und hab gedacht, vielleicht auch irgendwie eine verrückte Sache, irgendwie, keine Ahnung, weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Hab dann natürlich die Karte auch zu Hause in der Hand gehabt und hab dann mal mit meinem Vater gesprochen. Der hat dann gleich gesagt, er weiß, was das ist. Ja, Kinderpornografie. Genau, ja, was Schlüpfriges. Irgendwie so eine Geschichte, ne? Also unsere ganze Familie hat so künstlerisch, also da keine Vorprägung. Ja, also ich habe da wirklich keinen Bezug zu gehabt.
Obwohl, Oma saß dann irgendwie, als sie mal 86 war, saß sie plötzlich an dem Klavier und hat Klavier gespielt. Dann, ja, Oma, du kannst Klavier spielen? Na klar, hatten wir ja nur nie eins. Irgendwie so, ne? Nach Jahrzehnten wahrscheinlich. Und ich spreche auch noch Französisch, hat die dann auch noch gesagt. Irgendwie wusste so. Und dieser, ja, dieser Film, hat die von Oma. Haben Sie den, hat den jemand gesehen? Haben ja, Sie den klar. Gesehen? Ja, ja, klar. Also ich schon, alle fünf Jahre mal. Ja? Ja, klar. Also schon prägend. Klassiker. Ist Kultfilm. Aber man soll über Filme ja nicht nur reden. Wir sollten auch zumindest ein paar Ausschnitte sehen. Gerne. Du hättest den Scheiß-Trip nicht nehmen sollen. Ich bin Detlef. Bist du nächste Woche wieder da? Klar. Habt ihr entzogen? Und wie? Ihr habt's echt gebracht? Ja, wir haben's echt gemacht. War aber halt so wild. Ey, man braucht einfach nur viel Valoron und Valium und sowas. Stark. Ey, Mensch, wir sagen es Babsi und Stella noch und dann vielleicht machen die auch noch mit. Klar, wir werden eine ganz coole, kleine Clique. Und rauchen ab und zu nur noch ein bisschen Gras. Thomas Haustein, ja klar. Ich weiß ja nicht, ob er damals irgendwie Coaching oder irgendwas hatte, außer den Anweisungen vom Regisseur. Ich muss ja sagen, ihr habt das, oder insbesondere du, ihr habt das echt super geil gespielt und so glaubhaft für diese Zeit damals. Dankeschön. Das war ja. Wie waren Sie denn eigentlich drauf? Beschreiben Sie das mal so mit 15. Ja, also da bin halt auf der Oberschule gewesen, so habe mich da so mehr schlecht als recht irgendwie so durchgewurschtelt und hat angefangen gerade so in der Pubertät irgendwie so neue Welten zu entdecken und so das Berliner Nachtleben hat mich ja dann auch so in den Bann gezogen. Disco und so weiter, ja. Das war in unserer, also geburtenstarke Jahrgänge, 80er Jahre, da ging es ja richtig ab. Also das fing ja schon in der Schule dann an, ne? So in den Pausen, da war ja schon das Wochenende vorausgeplant, alles war klar. Wir wussten immer, wo Partys stattfanden und so war das. Also halt. Sie waren schon so ein Partytyp und jetzt kamen da diese Dreharbeiten. Ja. Wie wohl haben Sie sich da gefühlt? Also ich habe das irgendwie sehr, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken über vorher über die Dreharbeiten gemacht. Also ich habe auch das Casting, was ja zuvor eher stattfand. Ja, ich bin da hingegangen, ich habe das da so gemacht, was die dann so wollten. Zwischendurch hatte ich irgendwann noch eine Keilerei in der Schule und dann bin ich ja mit so einem Auge noch hin. Dachte, das war es jetzt wahrscheinlich auch. Nee, aber es war es eben nicht und die haben halt immer wieder angerufen und gesagt, Mensch, ey, komm mal vorbei, mach mal und nächste Runde quasi, ne? Und damals gab es ja immer diese Sofortbildkameras, so diese Dinger, die da vorne so wie so ein Fax da rauskommen, ne? Und die Wand, die wurde halt immer leerer und die Polaroids. Ja, die Polaroids. Mhm, genau. Und und irgendwie war da nur noch der Haustein drauf. Nein, nicht so ganz. Also da war dann noch irgendwie jemand anderes plötzlich im Spiel. Und da, das wurde dann schon ein bisschen, da war ich dann schon ein bisschen ehrgeiziger. Also vorher habe ich mir so gedacht, naja, wenn es dann nicht sein soll, also mein Gott, also dann eben nicht. Aber so Zunahme so mit der Zeit war das dann natürlich schon auch schon wichtig. Jetzt wurde der Film ausgestrahlt, sage ich schon, also kam in die Kinos. Sie haben beschrieben, wie Sie vorher waren, so lala in der Schule, ein bisschen partymäßig unterwegs mit den Babyboomern. Was hat sich dann verändert? Also mit dem Film hat sich dann erst einmal so meine Welt auf den Kopf gestellt. Also, und das hatte ich mir auch so alles gar nicht wirklich vorstellen können. Also ich habe da so mehr in den Tag immer so hineingelebt und dann plötzlich ja, wurde ich nach Autogrammkarten gefragt? Ich hatte gar keine. Also ich habe mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich sollte dann Autogramme schreiben. Die habe ich dann manchmal irgendwie so auf Haut geschrieben. Und jedes Mal die Unterschrift auch anders. Weil ich hatte, glaube ich, noch gar keine Unterschrift. So eine eigene, so eine typische. Irgendwie so je nach Gefühlslage sah die dann eben so auch aus. Und dann dieses beobachtet werden. Mhm. Na ja, guck mal, ist der doch. Ist doch der Detlef. Guck mal, ich hab den Chips.
So, ne? Und so dieses Vorsichtige, in Kontakt gehen, aber auch nicht richtig. Und ich hatte gar keine, ich hatte so das Gefühl eine Zeit lang, ich stehe so unter Dauerbeobachtung irgendwie. Und ich werde auch schnell so immer abgecheckt. Also, ist der jetzt arrogant? Wie ist der so? Und das fiel mir am Anfang ab und zu auch schwer, damit irgendwie so klarzukommen. Also ich hatte immer so eine Art Fluchttendenz. Ich wollte immer mich am liebsten verdünnisieren. Ich wollte auch gar keinen so einen Rummel. Ich wollte auch kein Star sein da oder so einen Ruhm. Also auch die angenehmen Seiten natürlich, die habe ich ja gespürt. Aber eigentlich wollte ich mir wieder normal sein. Ich wollte eigentlich, und das ist aber das ging nicht mehr, oder? Weil Sie für die Leute der Detlef jetzt immer. Ja, ich war immer der Detlef. Das wurde ich oft genannt und natürlich dann auch manchmal so Anzüge, wie, hey Detlef, so, ne? Zeig mich mal, zeig dir, nimm dich mal von hinten oder so, ja, so eine Geschichte. Immer. Naja, und das ging mir halt ziemlich auf die Nerven irgendwann. Und, hatten Sie denn den Ehrgeiz, danach zu setzen? Dran zu bleiben, weiterzudrehen? Oder war das gar nicht in Ihrem Kopf? Naja, erst einmal habe ich so. Diese Welle da über mich ergehen lassen. Und ich hatte ja nie wirklich einen Plan dafür. Irgendwie so. Und es gab auch in meinem unmittelbaren Feld dann auch niemand, der dann mal gesagt hat, Mensch, da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir da mal vielleicht was machen und es so promoten oder irgendwie da so. Nee, das war eben nicht so. Das hört sich so ein bisschen an, man nimmt ihn für den Film, er macht einen tollen Job und dann wirft man ihn zurück ins Leben, oder? Da ist keiner da, der ihn auffängt, kein Agent, keine Hilfestellung in keinster Art und Weise. Ich glaube, man hat versucht, das Natürlichste zu nehmen, was man brauchte für den Film. Also es war für mich auch wirklich wie so Schülertheater eigentlich. Ja, ja, diese Dreharbeiten, das war so wie in der Schule vielleicht ein Theaterstück mal machen und Abenteuer, das war eben mal eine tolle Erfahrung, auch so an so einem Set zu sein, so diese Leute da kennenzulernen. Das wurde ja auch so ein bisschen eine Ersatzfamilie. Ja, aber die waren dann weg. Ja, und sie waren trotzdem immer noch in der Rolle. Also, ja, aber im Moment ist ja dann auch gar keiner mehr da. Also es ist ja nicht so, als würden die dann zwischendurch mal anrufen und sagen, hey, wie geht's dir denn? Und ich guck mal nach dir. Oder ein Regisseur, der natürlich schon eine Größe hat, der eigentlich wissen müsste, dass wenn man so junge Leute nimmt, die so rein sind, rein theoretisch, und man denen natürlich was transportieren konnte, was sie wollten. Also der Regisseur hatte sich dann, ja, ein, zwei Jahre später hatte ich dann auch wieder Kontakt mit ihm, Ulrich Edel, also Uli. Und, aber es war nicht so, also ich habe es auch wirklich nicht weiter ernsthaft gesucht. Also es gehört ja auch mit dazu, ne? Also wenn ich, es gibt ja Leute, die dann auch wirklich von sich aus sagen, oh, ich will auf jeden Fall zum Film, ich muss hinstellen, Theater, ich glaub, das und es ist mir auch Alter egal, auch was ich mache und wenn ich auf der Straße Puppentheater mache oder wie auch immer. Ne? Es hat nicht gebrannt. Es hat auch punktuell schon gebrannt, meine. Das hat schon, aber das glaube ich schon. Nicht weiter. Aber denn was ich höre, ist, es ist ja auch eine Schattenseite bei dem Ganzen. Ne? Man ist unter Beobachtung, man ist unter Druck, man ist nicht mehr man selber. Und gerade in der Zeit, in der Pubertät, das ist ja genau die Zeit, wo man seine Identität findet. Und jetzt schlüpfe ich in eine fremde Identität, werde für die dann hochgejubelt. Da ist ja immer auch die Angst, auch wieder runterzustürzen. Ne? Je höher man hochgejubelt wird, umso schneller kann man stürzen. Und dann gibt es möglicherweise eine große Irritation innerlich und keine Orientierung. Und was der Unterschied, glaube ich, auch zwischen heute ist, zwischen der Jugend von heute ist, dass man heute schon mit 14, 15, 16 meistens schon weiß, wo man hin will. Ich glaube, das war so in den 80ern, also ich kann mich an mich sehr gut erinnern, dass ich mir mit 15 überhaupt keine Gedanken gemacht habe, was morgen wird oder möchte ich jetzt Tierärztin werden? Oder das, also ich hatte das nicht zum Beispiel. Und ich glaube, wenn dann jemand kommt und sagt, oft drehen wir mal einen Film, gehen wir mal zum Set, welcher Jugendliche sagt da, oh nee, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu. Außerdem war das Filmbusiness ja damals überhaupt nicht auf Kinder ausgerichtet. So. Es gab 4 Programme und es wurden Erwachsenenfilme gedreht. Es gab noch nicht den klassischen Kinderfilm, den es heute gibt, die Baby und Tina und was weiß ich nicht alles. Und ab und zu gab es mal Kinder, die mitgespielt haben. Ich weiß es nämlich noch bei mir. Da wurden erst mal all die Söhne von den gestandenen Schauspielern, hör mal, du hast doch einen Sohn, schick den mal rüber, ja, wurde vorbeigeschickt und so weiter, weil es gab keine richtige Organisation mit Agenten und Betreuung und sowas. Und das damals schon gar nicht. Sie sind ja dann auch einen ganz anderen Weg gegangen. Sie haben dann Sozialpädagogik studiert irgendwann. Also erst einmal wusste ich gar nicht, welchen Weg ich überhaupt gehen würde. Ich hatte irgendwie so eine Tendenz, eigentlich Zimmermann zu werden. Und nachdem dann
so ein paar ältere Kumpels, die ja dann schon in diesen Ausbildungen waren, mir eigentlich permanent nur so Horrorgeschichten erzählt hatten, habe ich davon Abstand genommen und habe gedacht, aber irgendwas musst du ja machen. Und irgendwie so, ja, bin ich erstmal weiter zur Oberschule gegangen, also Fachoberschule, ne? Also ich bin ja durch diese Dreharbeiten dann erst richtig so, zack, durch die Fehlzeiten war ja alles ungenügend. Ja, also hängen geblieben. Ja. Ist doch voll sitzen geblieben. Und, hat noch eine Drogenzeit, ne? Naja, also ja, wir haben auch in unseren Party Unternehmungen auch das eine oder andere dann konsumiert. Mhm. Das kam in der Zeit auch so. Setzte sich bei uns dann im Kiez da auch irgendwie so durch? Wollte ich auch mal fragen, also wenn man dann in dem Alter, wo man sowieso anfängt, vielleicht neugierig zu werden auf bestimmte Dinge, dann so ein Film, der in so einer Extremheit spielt, ist die Neugierde dann größer oder weniger groß? Also, weil es ja schon. Für mich war sie nicht deswegen größer geworden, sondern das hatte sich, glaube ich, bei uns so ganz natürlich. Ich war dann so ein bisschen in so Punk-Richtung. Das ging dann so ein bisschen alternativ. Wir haben Carlos Castaneda gelesen. Da haben wir auch mal einen Trip genommen. Also mussten das dann auch mal irgendwie. Ja, so mal sehen einfach. So, es war eben so. Aber Sie sind dann ja doch wieder in gewisser Weise zu dem Ursprung zurückgekehrt. Weil, wie gesagt, Sie haben dann Sozialpädagogik studiert. Genau. Und haben dann Suchtberatung gemacht, sind in eine Beratungsstelle. Und ist das jetzt richtig, in die Beratungsstelle, in die die wahre Christiane F. Hilfe gesucht hat? Ist das richtig? Ja, das habe ich aber nicht gewusst. Also es war jetzt nicht, ich bin da jetzt nicht dahin gegangen, weil da mal dann, also irgendwie wollte ich mir immer mal ein bisschen lösen von dem Thema. Und ich habe dann Sozialpädagogik studiert, weil ein paar Fächer Psychologie und so weiter, das hat mich eigentlich auch immer schon interessiert. Und ich habe das dann an einer Fachoberschule hier in Berlin, also in Berlin gemacht. Und ja, das war schon mal eine tolle Zeit auch. Und ja, und danach ging es um ein Praktikum. Damals hat man ein Halbjahrespraktikum gemacht. Das habe ich in Kreuzberg gemacht, in so einem Kontaktcafé, also mit Basisversorgung, Spritzentausch. Dieser ganze HIV-Präventionsaspekt spielte da eine Riesenrolle. Mhm. Ich habe angefangen, in die Haftanstalten zu gehen und habe eigentlich Learning by Doing in dieser Zeit unglaublich viel gelernt und auch aufgesaugt. Und da fiel für mich die Entscheidung, in diesem Bereich auch zu bleiben. Und wie viel gibt Ihnen das? Wie erfüllt Sie das, die Arbeit in der Suchtberatung? Sehr. Es ist natürlich auch ein sehr anstrengender Job, muss ich schon sagen. Nicht? Es erfordert schon eine Menge Aufmerksamkeit. Das sind so 1-zu-1-Gespräche, Beratungsgespräche. Eben die Verläufe in den Haftanstalten, sich da auch immer reinzuziehen. Das hat dann schon auch eine Weile gebraucht, bis ich dann auch so eine innere Distanz auch wahren konnte, um dann einen sinnvollen Job da auch zu machen für die Betroffenen. Ne? Wissen Ihre Kolleginnen und Kollegen denn in der Suchtberatung, dass Sie der Detlef aus dem Film? Wussten Sie nicht. Also ich habe das wirklich für mich irgendwann so auch zurückgehalten. Mhm. Und ja, wenn man sich um einen Job bewirbt, ich habe ja dann angefangen, nach der Ausbildung beim Caritasverband in Berlin zu arbeiten, die da 3 Suchtberatungsstellen ja zu laufen haben. Und bei einer hatte ich dann angedockt und mich beworben. Und ich dachte, das sieht vielleicht auch blöd aus, ja, wenn ich da hinkomme und sage, ja, ich habe da Christiane F. gespielt. So, ne? Also, ja, nicht Christiane F., den Detlef dann ja Rolle. Ja, und ja, deswegen müsst ihr mich jetzt nehmen. Also das, ich wollte es nicht. Ich wollte auch nicht immer dieses Paket Christiane F. vor mir hertragen. Genau, das gleiche. Und das hat ja dann auch funktioniert. Also in der ersten Beratungsstelle, in der ich mich beworben hatte, das war Drogen-Notdienste in der Ansbacher, die hatte da zu mir gesagt, sie sind ja komplett ungeeignet für den Job. Da bin ich mit so einem Gesicht raus irgendwie. Ja, und dachte, um Gottes Willen, ey, die hat es mir aber richtig jetzt gegeben. Ne? Und dann war es halt da in Kreuzberg und da habe ich ein super Team gehabt, eine tolle Erfahrung gemacht, wie gesagt, mit den Drogenabhängigen da aus Kreuzberg. Plattbodenschiff, so Reisen organisiert, sind dann da so trocken gefallen, dann kamen die da raus so blass, ja, so immer im Watt, ja, mit Horizont, keine Häuser, ja, irgendwie. Ich sah ein Deck, so, oh, gleich wieder unter Deck, ja, Natur, ja, zu viel. Also man muss eins sagen, Sie sind zwar kein Schauspieler, aber ein wunderbar lebendiger Erzähler.
Aber um noch mal mit dem, an den Schauspieler noch mal ranzukommen. Sie haben ja am Anfang gesagt, ja, manchmal denkt man schon, was wäre, wenn. Ja, ja. Ja. Kann das auf der anderen Seite auch was ganz Gesundes gehabt haben, dass Sie aus diesem Blick der Öffentlichkeit auch wieder raus sind und in ein anderes Leben reingefunden haben? Ja. Ja. Was hat das an Gesunden Ihnen gebracht? Also, ich habe auf jeden Fall ja, beides so kennengelernt. Also so beide Seiten. Und das sind ja auch Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und die nehme ich natürlich auch mit durchs Leben. Ja, also auch positiver. War jetzt nicht alles immer nur negativ, als ich das gemacht habe. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich sitze heute hier, auch tolle Leute kennengelernt. Ja, sitzt bei Ihnen, ja. Das ist auch was so Tolles. Und mit besonders mit diesen neuen Netzwerken, FB und wie sie alle heißen, da kam dann auch noch mal so eine Welle. Ja, also plötzlich bekam ich aus allen möglichen Ländern so Kontaktanfragen und habe erst mal so mitgekriegt, was da so eigentlich auch in den ganzen Jahren auch so abgelaufen ist. Also der Film wurde bis vor kurzem in Italien, weiß ich, irgendwie noch so als so im Schulunterricht gezeigt. Ja, so hab ich den Film das erste Mal gesehen, im Schulunterricht. Ja, also und das war mir alles gar nicht so bewusst. Und da bin ich eigentlich auch wieder in Kontakt gegangen. Also nicht bei allen Sachen, aber bei den meisten. Und so gut ich kann, mache ich dann da auch Suchtberatung zum Teil. Ja, da kommen Eltern, ja, besorgte Eltern auf mich zu. Es kommen so 13-, 14-jährige Mädchen, hatte ich jetzt gerade so, und erzähl mir dann ein bisschen so einen Schwank aus ihrem traurigen Lebensabschnitt. Ja, dann werd jetzt 52 und habe selber einen erwachsenen Sohn, könnte man sagen. Und dann komme ich da auch in so eine Rolle, ja, und berate da so ein bisschen oder versuche so ein bisschen positiv so einzuwirken, ja, dass das alles nicht so dramatisch und schlimm ist. Ich finde, es hört sich sehr schön an, nach all dem, was Sie erlebt haben, sowas kann ja auch anders ausgehen. Das hört sich alles sehr stimmig an, finde ich, falls man das mal sagen darf. Also das ist schon mal sehr gut. Frau Badeschi. Weil du hast das ja auch in dem Film gelebt. Das war zwar Film und trotzdem hast du das wirklich gelebt. Und ich merke, wenn du über deine Arbeit sprichst, das ist ein Teil von dir, das ist ein Teil von deinem Leben und was Besseres gibt's gar nicht. Das ist toll. Also gut für die Leute, die zu dir kommen in die Beratung. Christian Karmann, Sie stehen nach wie vor im Fokus der Öffentlichkeit. Im letzten Jahr mehr denn je, im Frühling letzten Jahres, haben Sie einen Autounfall gehabt mit 1,5 Promille. 1,2 muss man. 1,2, okay, wollen präzise sein. Ja, ist ganz wichtig. Ja, ja, ist absolut, wir wollen da präzise. 1,2 Promille. Die beiden Töchter waren hinten drin. Wie ist das denn zu dem Unfall gekommen am Nachmittag? Ja, also ich möchte jetzt eigentlich so ins wahnsinnige Detail gehen. Ich habe letztes Jahr ein bisschen so, war ich über einige Sachen sehr unglücklich und habe halt, wie das jeder mal so macht, ohne dass ich das jetzt kleinreden will, ins Klo gegriffen und habe mich aber ganz normal um meine Kinder gekümmert. Wir wollten gerade zum Reiten fahren und ich bin aber mit dem Auto auf einen Grünstreifen geraten und hatte sicherlich mittags was getrunken. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass ich nicht den Unfall gemacht habe wegen des Alkohols, sondern ich habe einen Fahrfehler gemacht. Ist aber auch egal. So, und aber wir wollen ja nichts. So, wir gehen gar nicht darum. So ist es dazu gekommen. Also ich will nur eins klarstellen: Wir wollen nichts verharmlosen, auch nichts dramatisieren, einfach so reden, wie es ist. Nee. Passiert denn sowas am Nachmittag, wenn man gerade eine gute Phase hat? Also hatten Sie da einfach auch eine schlechte Zeit? Ich hatte eine schlechte Zeit, aber das hatte nichts mit meiner Schauspielerei zu tun. Ja, ja, davon rede ich auch gar nicht. Nee, also einfach ist, im Leben. Das ist aber viel kolportiert worden bei RTL und was weiß ich nicht, in all diesen Scheißsendungen. Also man kann wegen vieler Dinge schlecht. Lass es raus. Nein, das ist wirklich wahr. Diese Sendungen, diese Magazine, die da so gegen 18.30 Uhr laufen, es ist eine einzige Lügenbrei. Das ist wirklich Fake News und Lügenpresse. Die saugen sich alles aus den Fingern und die haben mein Privatleben so weit bedrängt. Die sollen ruhig noch mal gerne kommen. Können Sie gerne noch mal versuchen. Also da steckt noch viel, viel Ärger drin. Die standen ja auch bei Ihnen, glaube ich, im natürlich, Café. Natürlich, ja? Die haben sogar auch nicht darauf reagiert, dass ich von meinem Hausrecht Gebrauch gemacht habe und gesagt habe, hier, ich habe hier Hausrecht.
bitte verlassen Sie den Laden. Und Sie haben die dann noch verfolgt und mit dem Stativ sind Sie abgehauen? Ja, genau, weil der Kameramann wollte nicht aufhören zu filmen. Dann habe ich ihm das Stativ weggenommen, dann hat er gejohlt wie eine... Wie eine Ente. Dann sagen Sie aber, was richtig und was falsch ist. Es heißt, dass Sie danach medizinisch untersucht werden sollten, dass Sie das nicht wollten, dass dann die Polizei kam. Das stimmt nicht. Was war denn genau? Was ist denn dann Ihre Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass ich hatte meine Tageseinnahmen mit dabei. Und die sind bei dem Aufprall durch den Wagen geflogen, Münzen und mein Portemonnaie. Und ich habe dann nach dem Unfall mit der Polizei gesprochen und die wollten mich dann zum Krankenhaus fahren. Da habe ich gesagt, ich würde gerne noch kurz mein Geld einsammeln. Das hat man mir verboten. Und dann habe ich da schon Feuerwehrmänner und Rettungssanitäter und Leute, die das Auto versorgen sollten, gesehen, wie die an meinem Geld rumfummeln. Da habe ich gesagt, also ich sehr, sehr freundlich gesagt, kann ich bitte wenigstens noch mein Geld, sie können ja neben mir stehen, mir helfen und so weiter. Und wumms haben die Handschellen geklickt. So was war denn mit den waren noch Kinder mit die Kinder, drin? Die Kinder sind schon abtransportiert worden. Ins Krankenhaus. Aber ist sowas denn nicht auch jetzt egal, was andere RTL und so, gute, schlechte Sendungen, gute, schlechte Zeiten, wie auch immer, ist das nicht ein Tiefpunkt für einen selbst, wenn man das erlebt? Na klar. Ich will da auch gar nichts schönreden. Aber es hat jeder immer nur Rosenzeiten. Mhm. Also ich gebe das auch offen zu. Ich möchte es auch nicht erklären, warum das genau so war. Mhm. Es ist passiert, es geht nur mich was an, meine Familie. Die genauen Gründe werde ich auch hier nicht darlegen. Das müssen Sie auch überhaupt nicht. War Ihnen denn schon vorher klar, dass das Alkohol ein Problem ist? Nee, war mir nicht, weil ich habe natürlich mich ins Auto reingesetzt und habe gedacht, ich bin topfit. Aber ich meine so grundsätzlich, Sie haben ja dann stationäre Therapie gemacht, Entzug gemacht, ambulant. War Ihnen da klar, ich muss jetzt was ändern im Leben? Sonst macht man das doch auch. Ja, natürlich, dieser Crash. Ich habe den Baum gestreift mit 30, muss ich dazu sagen. Die Airbags sind nicht aufgegangen. Man muss sich das jetzt nicht vorstellen, dass meine Kinder da durchs Auto geflogen sind. Und ich will es auch nicht schönreden. Es war nicht schön. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wo auch genauso auch sinnbildlich mit dem Crash, man merkt, okay, jetzt ist hier mal Schluss. Genau. Was war mit der Frau? Wie hat Ihre Frau reagiert? Meine Frau hat sehr gut reagiert. Die hat nämlich davon abgesehen, mir irgendwie eine Standpauke da zu halten oder mir... Die wusste Sie sind schon fertig genug jetzt. Nein, die hat gedacht, das ist sicherlich, das macht man ja nicht aus Absicht. Mhm. Und es ist schon alles scheiße genug. Und Ihre Töchter, haben die mal gefragt, Mensch, Papa, was war denn da los? Was ist denn da passiert? Warum? Natürlich, ich spreche ja heute noch mit denen darüber und so weiter. Also es ist, ich behandle das Thema ganz offen. Und die stehen da nicht im Dunkeln und wissen nicht, was mit mir. Ich habe denen das ganz genau erklärt, was mit mir los war und wie es dazu kommen konnte und so. Und so wie ich denke, man es als Elternteil tun sollte, so habe ich es gemacht. Wenn wir jetzt noch mal einmal zum Thema Alkohol, mal vergessen jetzt mal diesen Tag. Ich denke, das, was dort passiert ist, den Rest sollten Sie auch mit Ihrer Familie aushandeln. Das hat uns dann auch nichts anzugehen, was jetzt genau mit Töchtern und Frau passiert ist. Aber das Thema Alkohol, Sie arbeiten im Café, Sie sind auf Partys. Ist das schon auch etwas, was auch schneller passiert, dass man da in eine Geschichte reinrutscht? Na logisch. Gucken Sie sich doch nur die Berichte an in diesem Magazin. Das Geilste war, ich habe das einmal gesehen, irgendwie durch Zufall mit meinen Eltern. Da habe ich meine Eltern noch gefragt, können wir das bitte jetzt abschalten? Da war ein Bericht über mich und danach war ein Bericht, wie sie auf einer Party die Champagnerflaschen mit dem Säbel abschlagen und sich so duschen. Also wo ist da, also wir leben in so einer Welt, leben wir, in der im ersten Bericht wird es angeprangert und da wird es zelebriert. Also ist natürlich klar, dass es so ist. Jetzt mal unabhängig von dem, was Sie erlebt haben, aber ich stelle mir das so vor, man hat auf der einen Seite Anerkennung, man lebt in dieser Welt bekannt, berühmt zu sein, wie gesagt, jetzt gar nicht auf Sie bezogen, sondern allgemein. Und auf der anderen Seite ist da ein Alltag, der manchmal gar nicht so glamourös ist. Ja. Ist dann auch vielleicht Alkohol oder Drogen oder irgendwas auch ein Mittel, um diese Kluft natürlich zu überbrücken? Ja, klar. Hundertprozentig. Machen, glaube ich, aber auch alle, egal
egal welchem Genre man sich bewegt. Ich glaube, ganz viele Leute, die am Wochenende dann sagen, oh, heute Abend ist Freitag, heute Abend gehe ich mit meinen Kumpels eintrinken oder mit meinen Freundinnen, heute ist Mädchenabend. Ich glaube, das macht man, wir haben schon sehr oft in unserer Gesellschaft mittlerweile diesen Moment zu sagen, heute mache ich mich mal frei, heute mache ich mich mal frei, heute trinke ich mal ein. So, und das ist, ich glaube, das ist nicht neu und es ist, wird auch höchstwahrscheinlich nicht sich großartig ändern. Naja, aber ich glaube, der Unterschied zwischen diesem nach außen Glamour sein und innerlich ein Problem haben, das ist natürlich für die Person, die es betrifft, ein großer Spannungsbogen, ja, weil ich nach außen natürlich eine ganz andere Teil von mir präsentiere, als was innen ist, ne? Und ich meine, das haben wir ja zum Beispiel im Zusammenhang auch mit narzisstischen Thematiken so, wo du dir vorstellen kannst, das ist eine wunderschöne, tolle Fassade, ja, ein Haus mit einem Stuck und mit Gold verziert und schön aufgeglänzt, ja, und es sieht nach außen so toll aus. Und du machst die Tür auf und da sind leere Zimmer. Und nirgendwo ist es ja nur toll. Aber das war genau. Aber es ist genau dieser. Und ich glaube, wenn man es schafft, von der tollen Fassade ein Stückchen in die Zimmer hineinzubringen und die hübsch einzurichten, dann kann dieser Bruch sozusagen geheilt werden. Und durch den Alkohol wird es immer stärker oder durch Drogen. Ne? Ich kann ja auch mal was dazu sagen. Und zwar, ich erlebe das ja oft, dass wir machen auch ambulante Reha bei uns in der Beratungsstelle. Dazu gehört natürlich eine gewisse Abstinenzfähigkeit. Also die muss ja erstmal hergestellt werden. Und danach ist ja erst einmal, fehlt ja ein ganz entscheidendes Mittelchen. Das ist vielleicht auch nur so das Feierabendbierchen, das ist vielleicht so das Gläschen Wein, was dann letztendlich ein Fläschchen ist. Es fehlt ja, es ist ja erstmal nicht mehr da. Und dann gibt es erstmal eine ganz ungewohnte Lebenssituation. Das geht vielleicht mal eine Woche, ganz gut, ne? Aber dann irgendwann schleicht sich das doch wieder so ein, ne? Weil ein Bedürfnis da ist. Und ich ermutige dann immer so Leute, die zu mir, bei mir in der Beratung sind, jetzt auch nicht gleich so an die lebenslange Abstinenz vorzudenken. Ja, das ist ja schrecklich, so nie wieder, umso jünger die Leute sind, ja. Da sind wir aber bei dem erst einmal eine Phase, sich mal zu gönnen, irgendwie um mal andere Erfahrungen überhaupt machen zu können. Also so einen überschaubaren Zeitraum. Ja. Und eine Reha bietet ja eigentlich erst einmal eine abstinente Erfahrung. Ja, und da dieses Prinzip nur für heute, damit habe ich das Rauchen aufgehört. Das ist das, was die anonymen Alkoholiker machen. Und das heute können 5 Minuten sein oder es können 12 Stunden oder 24 Stunden sein. Und ich bestimme die Zeit. Das darf man aber nicht bei der MPU sagen. So spannend dieses Thema Sucht ist, und es gehört ja auch zu dem Komplex dazu, würde gerne noch einen Schritt weitergehen und zu Ihnen kommen, Frau Bethge. Wir haben gerade auch über Außen und Innen geredet. Wir haben auch viele Beispiele gehört von Eltern, die Kinder unterstützt haben. Frau Kilius, ja, die Mutter, ja, große Unterstützung, fast schon eine Hyperunterstützung dahinter. Ja. Bei Ihnen war es so, Ihre Eltern haben sich scheiden lassen, da waren Sie zwei. Ja. Und Sie sind mit Ihrer Mutter aufgewachsen. Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihrer Mutter beschreiben? Nicht so gut. Also, sie hat mich vielleicht in den Babyjahren noch geliebt, aber sie wollte immer einen Jungen. Ich war ein Mädchen, ich hatte keine Chance. Nee, sie war relativ schnell weg von mir. Sie hatte später mit 22, also zu meinem 4. Lebensjahr, eine, leider Gottes, eine Krebsoperation. Sie bekam, das kam heraus, weil sie ein Kind bekam, ein Jung, ihr Traumkind, der aber schon Krebs hatte und nicht lange überlebte. Und dadurch, wir lebten in der DDR, war es so, dass sie als 22-Jährige schon Invalidenrentnerin war. Und als Rentner durfte man in den Westen fahren. Wir hatten wir haben immer noch in Köln Familie. Und da ist sie hin. Und da war sie sehr oft, Sie waren einfach auch oft ohne Mutter. Und wenn sie da war, hat sie ihnen Liebe, Geborgenheit gegeben? Nein, das konnte sie irgendwie nicht. Hat sie ihnen das Gefühl gegeben, dass sie an sie glaubt? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Sie hat ihm ja fast auch mal das Gegenteil signalisiert. Inwiefern? Ja, sie hat
Ja, immer wenn ich für irgendwas begeistert war oder mich um irgendwas kümmerte, hatte sie das sofort gestoppt, weil sie mir immer wieder signalisierte, lass die Finger davon. Das packst du nicht. Lass es sein. Blamier dich nicht. Ja, also das Einzige, was sie mir immer wieder sagte, war tatsächlich, das muss ich ihr anrechnen, das hat sie wirklich gesagt, ich kann gut zeichnen, malen. Aber das hat mich im Moment nicht bestärkt, weil das für meine Zukunft, die ich mir schon so ein bisschen dachte, nichts brachte. Was hat das denn in Ihnen ausgelöst, wenn die Mutter immer wieder sagt, pass auf, du kriegst das nicht hin, das schaffst du nicht? Eine ganze Menge, weil sie war irgendwie so ein bisschen für mich Vorbild. Vielleicht ist das ja grundsätzlich so, dass das Kind die Eltern als Vorbild sieht. Aber ich landete bei ihr irgendwie nicht. Ich wurde immer kleiner irgendwie. Sie hatte vieles erreicht, also was sie wollte. Sie war auch oft beim Film, so ein Mannscheiner hier. Und sie hatte also jetzt nicht große Rollen gespielt, sie war nur Kleinersteller. Aber das sind so Sachen, die sie auch nur so weit wollte, hatte sie erreicht. Und das war für mich schon was. Aber wenn ich dann selbst was erreichen wollte, hatte sie das immer wieder gedrückt. Sie haben gerade gesagt, sie wurden immer kleiner. Wie wichtig ist Selbstwertgefühl für uns und warum? Das ist die Basis für unser Wohlgefühl, Basis für unser Glück, für unser Leben. Und auch eine Basis für gute Beziehungen. Denn je besser ich mich kenne, je mehr ich mich mag, umso freundlicher bin ich auch zu anderen. Ja. Die Marika hat es vorhin gesagt, ne? Ich liebe die anderen wie mich selber. Ja, liebe deinen Nächsten. Und das ist was ganz Entscheidendes, auch für den Erfolg natürlich. Ne? Ja. Denn wenn ich kein Vertrauen in mich habe, dann kann ich mich auch nicht trauen, was anzugreifen, sondern dann habe ich nur Angst, dass ich wieder versage. Sie gingen erst mal in der Grundschule, waren Sie noch gut? Ja. Und dann gingen Sie auf die Oberschule in die 5. Klasse und da wurden Ihre Leistungen schlechter. Und Anteil daran hat auch eine Lehrerin. Warum? Welchen Anteil hat sie daran? Ja, wir lebten in der DDR, wie gesagt. Und meine Mutter stellte aber schon rechtzeitig einen Ausreiseantrag. Und das war bekannt, natürlich. Und die Lehrerin hatte die Aufgabe, dann später auch die gesamte Klasse voller FTJler zu bekommen. Also da wurde sogar Stunden absolviert, um dann auch diese mit der Prüfung abzuschließen. Und meine Mutter sagte mir, sei vorsichtig, geh nicht zur Prüfung oder bitte bestehe nicht, weil sonst haben wir es schwieriger, ausreisen zu können. Darf ich nachfragen? Natürlich. Wenn Sie in der bei dieser Jugendbewegung, FDJ hieß das, ne? Also die sollten so umgedreht werden, so geformt oder wie stelle ich mir das vor? Also dieses Ahoi, mäßig, also. Ja, diese HJ, die Honecker-Jugend. Honecker-Jugend. So. Verstehen. Ja, doch vergleichbar. Und ihre Mutter wollte auswandern quasi. Mhm. Und wenn sie jetzt so quasi eine linientreue FDJlerin geworden wären, dann hätte das Schwierigkeiten. Das war ja die Sorge. Das war so ein Denken von ihr. Ja, sie vermutete, dass das Schwierigkeiten macht, den Ausreiseantrag genehmigt zu bekommen. Es hat immerhin auch 10 Jahre gedauert. Ach so. Sie haben dann mehrere berufliche Etappen gehabt. Oh. Sie sind, jetzt muss ich mal schauen, Bäckerei-Fachverkäuferin gewesen, beziehungsweise haben angefangen, das zu lernen. War das Ihr Ding? Überhaupt nicht. Gar nicht. Und warum haben Sie es gemacht? Weil meine Mutter sagte, das wäre vielleicht etwas, was ich bringen könnte. Okay, und das war dann nichts. Sie haben dann weitergemacht als Facharbeiterin für Schreibtechnik, haben da eine Ausbildung gemacht, haben die auch beendet und haben dann noch eine Ausbildung absolviert zur Zahntechnikerin. Das ist ein Beruf, in dem Sie immer noch arbeiten. Ja. Warum sage ich das so ausführlich? Weil Ihr Leben noch mal einen Wendepunkt erfahren hat, sogar einen bedeutenden Wendepunkt. Als Sie 52 waren, vor 2 Jahren, haben Sie zum ersten Mal einen IQ-Test gemacht, nachdem man Ihnen immer gesagt hat, Sie können das nicht, Sie sind dumm, Sie kriegen es nicht hin, Ihre Mutter das immer wiederholt hat. Warum haben Sie diesen Test gemacht? Eigentlich wollte ich das schon viel früher, viele Jahre vorher, weil ich habe mich schon selbst gehasst. Jeder in meinem Bekanntenkreis, Freunde sogar, also Freunde, sagten mir, Jacqueline, bitte mach den Mund nicht auf,
wenn du irgendwo in einer Gruppe sitzen möchtest, die dir sympathisch ist, lächel und dann ist gut. Dann kannst du wahrscheinlich auch da drin bleiben. Scheiße. Kommt mir alles vor wie auf einem anderen Stern. Irgendwie. Ja. Naja, das war so, dass wenn ich redete, dann redete ich eben so, wie ich dachte. Und das hat keiner verstanden. Das kam dann tatsächlich wahrscheinlich so rüber, als wenn ich dumm wäre. Ja, aber ich glaube, also höchstwahrscheinlich blöd, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, dass die Leute tatsächlich oft gerne nach unten treten, damit sie sich selbst besser fühlen. Und da Freunde sehr schnell mitkriegen, wie es einem geht. Ja. Oder wo die Angst ist, haben sie einfach nur genau da reingetreten, wo es am meisten wehtut. Ihnen tat es weh, Sie haben diesen Test gemacht. 3 Wochen hat es gedauert, bis das Ergebnis da war. Die haben das ganz professionell durchgeführt. Dann haben Sie diesen Briefumschlag, denke ich, bekommen. Und was war da drin? Da war ein Schock drin. Da war alles drin. Mein ganzes Leben spielte sich auf einmal vor meinen Augen ab. So wie man es bei der Nahtoderfahrung nachsagt angeblich. Ja, ich habe wirklich genau so mein ganzes Leben gesehen, insbesondere die negativen Dinge. Warum? Was war denn das Ergebnis? Das waren 138 und ich habe einfach nur gehofft, dass da 85 steht. Was heißt das, 85? Das weiß jetzt nicht jeder, 138? Ja, von 85 bis 105 ist ein ganz normal begabter Mensch, intelligent, lebensfähig, ab 85. Ja. Ja, und das hatte ich mir eigentlich nur gewünscht, dass ich eben zu den anderen gehöre. Dass sie nicht so blöd sind wie ihnen alle. Dass ich nicht dumm bin, ja. Genau. Genau. Und dann sehe ich auf einmal solch eine hohe Zahl. Und ich dachte, das ist doch unfair. Das ist Hochbegabung. Das ist Hochbegabung, so sagt man es, ja. Und dann? Was hat das dann? Also das Leben läuft an Ihnen vorbei. Sie haben immer gedacht, Sie sind dumm. Sie sind das Gegenteil. Und wie haben Sie dann reagiert? Ja, also ich habe gedacht, jetzt reicht's jetzt. Ich wollte am liebsten jedem sagen, Leute, nicht unbedingt, dass ich hochbegabt bin, aber Leute, ich bin doch intelligent und ich gehöre genauso zu euch. Mhm. Aber das ging nicht, weil die Leute, mit denen ich damals zusammen war oder die mich umgeben haben, mit denen habe ich nicht mehr so zu tun. Und dachte einfach nur, jetzt packst du es an, jetzt wirst du irgendwas reißen. Wenn du denn so hochintelligent bist, dann muss ich doch was packen können. Die Gläser fallen heute. Mir brennt eine Frage auf der Zunge. Ob Sie das jemals mit Ihrer Mutter clear machen konnten, also bereinigen konnten, irgendwie lösen konnten, sprechen? Also nein, ich habe es immer wieder versucht. Wir hatten uns immer im Leben 2-3 Jahre nicht gesehen, aber nicht, weil sie das wollte, sondern weil ich das wollte. Weil sie jedes Mal, wenn mich jemand dann vor 26 Jahren abbeginnt, mein Sohn aufgebaut hat, kam sie an und hat es wieder kaputt gemacht. Hat mir immer wieder gesagt, du nicht. Bis zum Schluss fast eigentlich. Ich hatte ihr gesagt, wir können Freunde werden. Wir müssen uns nur zusammensetzen. Ich habe eine Idee, wie wir Freunde werden können. Dann hat sie immer wieder gesagt, nein, das funktioniert nicht. Wir sind alleine zusammen im Leben gewesen. Mutter und Tochter passen eh nicht zusammen. Hat sie denn mitgekriegt? Hat sie das noch mitgekriegt, das Ergebnis und die Hochrückgabe? Nein, das ist es. Okay. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Aber das arbeitet, wenn Sie das sagen, das hätten Sie schon gerne. Ich hätte das gerne. Gerne diese Zahl gezeigt. Ja, so gerne. Ja. Meine Tante, die Schwester meiner Mutter, der habe ich es gesagt. Sie hatte mit 66 hatte meine Mutter übrigens einen Flugzeugabsturz. Oh. Und deswegen ging es so schnell aus dem Leben. Und normalerweise wäre sie natürlich noch im Leben. Aber sie sagte, nein, das hätte sie nicht akzeptiert. Selbst wenn es da schwarz auf weiß stehen würde. Ja, vor allen Dingen hätte sie sich ja eingestehen müssen, dass sie ihnen ganz viel genommen hat. Also ganz viele Chancen im Leben einfach genommen. Deswegen hätte sie dieses nicht akzeptiert. Niemals. Nee. Intelligenz ist nicht messbar. Also schwierig tatsächlich. Sie haben ja gerade so in einem Satz angedeutet, da sind nicht mehr alle Freunde geblieben, da ist nicht mehr der Bekanntenkreis so geblieben. Was sind denn die Dinge, die Sie neu angefangen haben, jetzt, nachdem Sie diese Nachricht haben? Also ich habe jetzt erst mal angefangen, überhaupt mir Allgemeinwissen anzueignen, weil ich habe mich ja wirklich, um Gottes Willen, ich oute mich, vor allem versperrt.
Und jetzt erst fange ich an und ich lerne, was das Zeug ist. Gut, ich hatte schon vorher, als auch meine Mutter noch lebte, gelernt. Was aber das hatte sie immer furchtbar gefunden. Wem willst du denn was beweisen? Und was lernen Sie dann jetzt neu? Jetzt, ich lerne Sprachen. Ich liebe Sprachen eigentlich. Welche lernen Sie da so? Welche? Im Moment ist das Englisch, weil ich es einfach brauche. Mhm. Das ist ja nützlich. Dann aber auch Italienisch. Ich war fast ein Jahr in Italien und habe da gelebt und gearbeitet und will das jetzt wieder auffrischen. Ich lerne Spanisch. Ich hatte bis vor kurzem durch meine Mutter ein Apartment dort. Ich hatte da also dementsprechend zu tun. Ich lerne Hebräisch. Das ist ein kleiner Nervenkitzel noch nebenbei. Ich lerne jetzt Violine, weil ich den Klang der Violine liebe. Also jetzt geben Sie sich's aber richtig. Ne? Ja. Welche 12 Instrumente spielen Sie denn schon? Ich beginne alles. Ja. Sind Sie stolz auf sich selbst so ein bisschen? Vielleicht zum ersten Mal? Ja, absolut. Und ich mag mich jetzt sogar. Und wenn Sie so sagen, Sie haben ja beschrieben, dass Freundinnen und Freunde gesagt haben, wenn Sie in einer Runde sind, mach nicht den Mund auf, das ist blöd und so weiter. Und jetzt sitzen Sie hier und reden vor vielleicht einer Million Zuschauern. Ich finde es klasse, yes, dass Sie einfach da sind und sich hier so zeigen. Ja. Was sagt, wenn wir jetzt über Erfolg reden und darüber, wie Erfolg entsteht und hier auch sehen, was es auch zur Folge haben kann, wenn man nicht diese Unterstützung bekommt? Was erzählt uns diese Geschichte? Ja, die sagt, dass wir ganz viel mitkriegen von dem, was uns die Umwelt sozusagen eintrichtert, wenn wir klein sind. Weil die Welt besteht aus den Menschen, mit denen wir aufwachsen. Und die Botschaften, die wir kriegen, die schlucken wir natürlich. Ne? Und wenn da keine Korrektur kommt, ja, dann glauben wir da dran. Und dann glauben wir, dass wir blöd sind. Und es kommt noch eines dazu, und zwar das mit der Hochbegabung. Das ist ganz interessant. In der Psychotherapie wird das jetzt immer mehr Thema, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt mit einer Hochbegabung, die genau so ein Schicksal auch haben, später in der Schule zum Beispiel. Die werden nicht verstanden. Und wenn die Umwelt nicht versteht, dann sagen sie nicht, ach, da ist ja vielleicht was Interessantes beim Gegenüber. Nein, das Gegenüber ist dann blöd, fällt raus. Ja? Und das ist für ganz, ganz viele Leute, ich habe auch jemanden in Therapie, die da ganz im wirklich Erwachsenenalter überhaupt erst mal mit diesen ganzen Verletzungen umgehen musste, die ihr beigebracht wurden, einfach weil sie anders denkt. Die denkt nicht so wie alle anderen und schon fällt sie raus. Und von daher möchte ich Sie ein bisschen trösten, dass es vielen anderen auch so geht. Und ich finde es klasse, dass Sie jetzt Ihre Kompetenzen wirklich leben. Frau Tackenberg, Sie haben einen Riesenerfolg gehabt als Jessie Tic-Tac-Toe. Wir haben gerade über Stolz geredet. Ich habe gerade gefragt, sind Sie stolz darauf, was Sie damals erreicht haben? Ja, ganz klar. Klar, also es wäre verrückt zu sagen, ich bin da nicht stolz drauf, weil wir haben was erlebt und durften an etwas teilnehmen, was Jan jetzt nicht unbedingt jeden Tag erlebt. Am Ende weiß ich aber auch, und das finde ich so interessant, wie wichtig es ist, am Ende sich selbst zu mögen, sich selbst zu kennen und darauf stolz zu sein, wer man ist. Ich glaube, jetzt erst kann ich wirklich stolz darauf sein, was ich damals mit Tic-Tac-Toe erlebt habe. Und bis zu Ihrem jetzigen Zustand, wenn man so will, bis zu diesem Stolz, haben Sie viele Höhen und Tiefen erlebt, aber fangen wir am Anfang an. Ihre Mutter hat gerne getanzt, war schon Tänzerin. Meine Mama hat im ersten Hair-Musical getanzt in Paris. Und war das etwas, was Sie schon von früh an begeistert hat, wo Sie auch sagen, das will ich auch? Total. Also mein Vater und meine Mutter sind total konträr. Mein Papa ist so ein, der voll im Leben steht, also ein bisschen verrückt auch immer war und Musik liebte und ein verrücktes Leben liebte, aber was Arbeiten betraf, war der halt um 5 vor 8 da anstatt um 8. Meine Mama war halt ein Hippie, komplett Hippie, hat im ersten Hair-Musical in Paris getanzt, hat die Puppen tanzen lassen, auch dazu nebenher. Und die beiden sind dann zusammengekommen und das war natürlich eine sehr eine interessante Mischung, weil bei uns lief immer Musik und ich bin mit den Jackson 5 und Diana Ross und The Supremes groß geworden
Und bin aber auch mit einer Disziplin, die an mir ein bisschen vorbeigegangen ist, trotz allem. Mein Vater, Gott sei Dank, hat sie. Und mittlerweile kommt sie auch bei mir an, weil ich mittlerweile ein Kind habe, die enorm ist. Also mein Vater hat sich sein Leben lang unglaublich gut durchgeschlagen und hat auch immer was geschafft. Sie haben dann ja auch eine Tanzgruppe gehabt, waren damit in Diskotheken und so. Aber wie kamen Sie denn dann zu Tic-Tac-Toe? Wie hat das, wir haben schon einige Stories gehört, wie man da reinwächst. Wie kamen Sie dazu? Reinwächst, das ist, ich bin da auch Knall auf Fall. Reingefallen, ein bisschen wie, weil es war ja nicht geplant. Also natürlich, ich war in meinem Kinderzimmer, saß ich natürlich und habe Lieder gesungen und habe, was weiß ich, Bürsten genommen und habe so getan, als hätte ich ein ganzes Publikum vor mir und habe getanzt und habe mir vorgestellt, ich wäre eine prima Ballerina, obwohl im Ballett war ich nie sehr gut. Und an dem Abend, als ich zu Tic-Tac-Toe kam und Claudia, meine, ich finde dieses Wort Management zu doof, weil es ist, ist es natürlich, aber sie ist meine Familie, also meine Familie, die eben nicht im Blut verwachsen ist, aber in meine Familie wurde. Die hat mich da entdeckt. Ja. Also Sie hatten eine musikalische Familie. Es ging ganz schnell plötzlich, waren Sie in Tic-Tac-Toe, quasi von einem Tag auf den anderen. Dann kam diese Single, Ich find dich scheiße, sehr einprägsamer Titel, muss man ja heute noch sagen. Ja. Es war ein Riesending in Deutschland. Und wer es nicht mitbekommen hat, das war ein Tic-Tac-Toe. Hi, wir sind Tic-Tac-Toe. Es ist schwer, dich zu beschreiben. Jede Show, ja, und dann schrumpft dein Niveau. Yes, yes, yes. Super. Die Monster. Ja. Geil. Ja, und dann ging's richtig los. Sie haben 6 Millionen Tonträger verkauft. Mhm. Richtig viel. Große Hallen gefüllt. Waren Vorprogramm von Michael. Da sehen wir auch ein Foto von Michael Jackson. Wie ist das? Wow. Er hat Sie im Arm, wenn ich das so richtig sehe. Krass. Ja. Krass, oder? Ja. Wie ist das, wenn Sie, ja, wenn Sie das so im Rückblick sehen, diese Zeit? Also ich kann es jetzt natürlich rückblickend reflektierter sehen, als ich das damals. Damals ist es einfach passiert. Also weil wir ja auch so viel gearbeitet haben, dass am Anfang war natürlich alles ganz neu und man ist durch die Welt gelaufen und hat gesagt, wow, was ist denn das alles? Und nach so einem Jahr wusste man ja dann schon mal, wo man ist und das ist so ein bisschen wie im Sportwagen einsteigen und von 0 auf 500 irgendwie einmal. Geht die Post ab. Geht die Post ab und es hält auch nicht mehr an. Und es macht immer nur so. Also es hält nicht an, es fährt weiter. Und Sie haben auch nicht so eine Ruhepause gehabt. Sie haben gesagt, Sie haben sich immer mal in die Kirche gesetzt, um mal einen Moment wieder zu sich zu finden. Hatten Sie auch irgendein Ritual oder sind Sie einfach mit 500 weitergebrettert? Wir hatten kein Ritual, wir hatten aber innerhalb unserer Band, und das muss man einfach auch zugutehalten, also Claudia und ich, mein Management, in Anführungsstrichen, meine Familie, so wie ich das lieber sage, sie war immer da und sie hat alles so fixiert und so für uns auch gemacht, dass wir eigentlich immer ganz warm umarmt waren. Also das heißt, dass wir egal in welchem Moment, man hat ja auch mal einen schlechten Moment oder so, die war halt immer da und hat alles auch so strukturiert um uns herum, dass Leute immer da waren, die wir immer kannten. Das also heißt, da war ein warmes Umfeld im Direkten. Definitiv. Was war mit alten Freunden? Also Sie haben ja erzählt, mit allem, was dazugehörte, Ausgrenzung, alles erlebt. Alles sind erlebt. Auch wie war das dann? Mit Ausnehmen, Ausbeuten, einem sagen, dass man arrogant ist. Also wir hatten bestimmt alle mal kurzfristig einen kleinen Höhenflug in so einer Zeit, weil man von außen ja immer suggeriert kriegt, wie toll man ist. Haben Sie denn gedacht, das geht immer so weiter? Eine Weile schon. Also es gab natürlich einen Moment, wo sagen wir mal so, also wir waren, ich war 19, 20, 21, 22, da gab es einen ganzen Moment, wo ich dachte, das geht einfach so weiter. Es gab natürlich auch Momente, wo man dachte, oh, vielleicht macht man dann auch irgendwann mal, wenn wir aufhören, ist das dann anders und dann macht man aber was anderes weiter. Mhm. Man stellt sich nicht vor, dass es dann so endet, wie es geendet ist. Wenn Sie es schon ansprechen, 1997 kam es dann zur Trennung. Bei einer Pressekonferenz gab es Streit. So richtigen Streit.
bisschen. Wenn ich jetzt anfange, wirklich unsere ganzen alten Kamellen aus der untersten Schublade rauszuholen und anfange zu diskutieren und mich zu äußern, dann werdet ihr beide nur noch Scheiße rufen. Okay? Wir haben das Bild-Zeitungs-Interview gemacht, weil wir überhaupt nicht wussten, dass du wieder gesund bist und dass wieder alles in Ordnung ist. Das wussten wir überhaupt nicht. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie sich mal mit unserer Managerin unterhalten würden und also mit meiner Rechtsanwalt und mit eurer Rechtsanwalt. Nein, meine Rechtsanwälte haben... Was hast du mit meinen Rechtsanwälten? Du hast noch nie was von meinem Rechtsanwalt gehört. Vielleicht möchtest du das ja, vielleicht ist es ja besser. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, das kennen wir schon. Ricky, jetzt reicht's. Ich gehe jetzt von der Bühne. Damit ist die Show beendet. Die Show ist beendet. Also da muss Donald Trump noch hin. Das ist. Ja, also das hat auch. Sie haben auch gesagt, Sie haben es auch gesehen, glauben Sie? Ich habe das damals gesehen, habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Was ist denn danach? Also man ist, die Tage sind durchgetaktet, all das geht 2 Jahre lang. Und jetzt ist das plötzlich vorbei. Also es ging noch länger, es ging 4 Jahre, 5 Jahre so. Mhm. Und irgendwann gab es halt die Entscheidung, dass wir jetzt hier aufhören, weil keiner mehr konnte. Es konnte einfach keiner mehr. Ob vom Management, ob Produzententeam, ob wir waren alle, es gab einfach keine Energie mehr, weil wir keine Pausen hatten, nicht wirklich Pausen hatten. Und was war dann mit Ihnen nach dieser Zeit? Ja, als dann, das ist so wie beim Film, da, letzte Klappe. Das musste man erst mal realisieren. Also ich habe das nicht realisiert. Für mich hat das, also das ist mir, glaube ich, sehr schwer gefallen, weil ich auch, und jetzt kommt genau das, worüber wir vorhin schon mal geredet haben, das erste Mal musste ich mein Leben selbst organisieren. Ich wenn der Vorhang jetzt, fällt. Wenn der Vorhang fällt, schau hinter dir. Also ein Fußballtrainer hat mir mal gesagt, er sagt seinen Spielern immer, passt auf, genießt die Zeit eurer Karriere, das ist wie ein Kino. Und irgendwann ist die Vorstellung vorbei und dann geht ihr raus und dann beginnt das Leben. Ist das so ein bisschen so gewesen, so ein Cut? Das ist total schön, wenn andere Leute dir das sagen. Man hat mir ganz viel gesagt. Also ich wurde ja wirklich umarmt die ganze Zeit. Ob jetzt von Claudia, von auch uns Mädels untereinander, die uns Halt gegeben haben, aber auch von meiner Familie, die ja auch immer da war. Mein Vater, meine Mutter, die waren ja, ich habe Gott sei Dank eine sehr stabile Familie, die da auch immer für mich da waren. Die auch immer gesagt, das geht nicht immer so weiter und pass auf dein Geld auf und mach dieses und mach jenes und mach, was man einem so sagt, wenn man 22 ist. Aber das ist ja, heißt ja nicht, dass es ankommt. Ja. Oder dass man das so realisiert, wie ich das heute verstehe. Heute weiß ich genau, was man mir damit sagen möchte. Damals habe ich gesagt, ja, ich mach das schon. Ja. Ich, Herkules, ich laufe einfach weiter. Ja. Es ist leider nicht so. Es gab ja irgendwann noch den Comeback-Versuch 2006, da sind Sie nicht mehr so an die Erfolge rangekommen, dann gab es wieder ein Ende. Kamen Sie denn, Sie haben dann auch mal, glaube ich, als Türsteherin gearbeitet in der Disco, als Kassiererin. Kommt man, wenn man einmal dort oben stand, zurück ins normale Leben? Tja, das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Ich bin da noch nicht wirklich angekommen, weil ich habe es auch extrem versucht mit dem komplett rausnehmen und ich existiere nicht mehr und ich gehe dann kellnern, ich habe oft das Land verlassen. Also ich hatte, glaube ich, ganz viel Glück, auch in der Zeit von Tic-Tac-Toe. Als es ganz erfolgreich war, habe ich in Holland gelebt. Das heißt, ich habe tatsächlich mir hier den Erfolg abgeholt und den Applaus und bin dann aber barfuß im Supermarkt einkaufen gegangen. Es hat sich keiner drum geschert, weil mich keiner da kannte. Also ich hatte immer zwischendurch, ich hatte tatsächlich dann eigentlich solche Pausen und mir so Ruhemomente geschaffen. Und bin immer wieder weggezogen. Dann, als es kaputt ging, beim ersten Mal bin ich nach Mallorca gezogen. Mallorca jetzt nicht unbedingt die Zuflucht, um Deutschland zu entkommen. Aber doch, weil man es trotzdem kann. Ja, also, aber ich hatte trotzdem immer diese Ruhephasen, die Lee und Ricky nicht hatten. Die ständig in diesem weiteren Erkennungsstatus. Wir hatten 86% Wiedererkennungswert auf der Straße, das ist Bundeskanzlerstatus gewesen damals, das ist eine Menge, das kann man sich auch nicht vorstellen. Und davon sind ja immer noch einige Prozent da, also ja, nein, und es gab halt eine Phase, als es dann wirklich zu Ende war, als ich dann auch vor dem ersten Comeback, habe ich dann in Hamburg gewohnt und ich glaube, das ist, und da passierte mir das Gleiche wie vielleicht Ihnen auch, ich fühlte mich in mir nicht wohl, ich wusste nicht, wer ich bin, ich wusste nicht, wo ich hin wollte.
Und ich fand mich scheiße, kann ich ganz gut da zu der Zeit sagen. Und in dem Augenblick habe ich ganz viel Negatives erfahren. Da sind Leute an mir auf der Straße vorbeigegangen und gesagt, das ist doch scheiße. Ganz normal. Das ist, was man rausgibt. Wenn du so denkst, ja, was drin dann ist, kommt natürlich wie ein Spiegel. Das ja, ist genau das. Ich sage, grüß Gott, es kommt alles wieder. Wie war dann das der darf man nicht vergessen. Wie war dann der Tiefpunkt? Oh, der Tiefpunkt war in Berlin. Berlin war mein... meine Rettung und auch erstmal mein Untergang, weil als ich da ankam nach dem zweiten Comeback-Versuch, Berlin ist halt so eine, ja, Babylon-Berlin. Man kann, in Nacht sind alle Katzen grau und da bin ich dann, habe ich mich auch am meisten bewegt und wollte alles vergessen und wollte irgendwer sein, der ich nicht bin und der ich es wahrscheinlich auch nie war und habe natürlich auch Alkohol getrunken und alles andere sonst so gemacht, was man halt so macht. Und hat dann auch zum Beispiel ein paar versucht, ein bisschen über den roten Teppich zu laufen. Und dann kam halt diese besagte Frage, die du vorhin gestellt hast. Und was machen Sie so? Ah ja, ich habe da Projekte, da kann ich jetzt aber nicht drüber reden. Ich lese das, noch. Ich lese. bald. Und das habe ich dann 2-3 Mal gemacht und fand es so zum Kotzen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, weil ich nachts nach Hause gehen musste und mich selber in den Spiegel angucken musste. Und wusste, ich habe da gelogen und wusste, ich bin nichts. Und dann laufen dann irgendwie neue Superstars rum und, oder neue wichtige Leute und entweder gehe ich jetzt hin und gebe Händchen und gebe Pfötchen und versuche irgendwo an der Tür zu kratzen, um irgendwas abzuhaben von irgendeinem Kuchen, der mir nicht gehört. Oder ich muss jetzt rausfinden, wer ich bin und wo ich hingehöre. Und das habe ich dann noch eine Weile länger gemacht, bis ich dann von der Party kam, mich auf ein Hochhaus gestellt habe mit einer Flasche Wodka und sonst so und habe mir halt einfach überlegt, und das ist jetzt natürlich, das war jetzt nicht wirklich ein Selbstmordgedanke, aber es war in dem Moment, wenn ich jetzt weiter so mache, wie ich das bis jetzt gemacht habe, weglaufen, vor mich selbst verstecke und mich selbst bemitleide, dann kann ich auch da runterspringen. Dann kann ich die Flasche jetzt austrinken, da runterspringen oder die Flasche stehen lassen, rausgehen, mich umdrehen und sagen, ich fange jetzt mal wieder neu an und fange wirklich mal an, mich um mich zu kümmern und aufzuhören. Nach was nachzujagen, was nicht mehr da ist. Ja, du hattest keine Hoffnung mehr. Nee, überhaupt. Wenn man die Hoffnung aufgibt. Ja, stand auf der Kippe. Also. Ganz und wenn du nicht irgendwas Geiles, Neues zu präsentieren hast, dann ist es erstmal so. Das kam auch schon mal gar nicht. Ja, das ist erstmal für sich selbst wichtig. Und auch als, ich habe es ja alles versucht. Ich habe mal versucht, ein Album zu machen und hier und da. Aber in Wirklichkeit wollten auch die Plattenfirmen nur Tic-Tac-Toe. Fernsehsender wollten nur Tic-Tac-Toe. Die ganze Wahrheit und die überhaupt noch mal die Wahrheit und noch mal über die Pressekonferenz sprechen. Und ich wirklich, wenn ich die Pressekonferenz sehe, geht, also das war eine Zeit lang, hat mich das überhaupt nicht gestört. Mittlerweile, ich denke selber, wie dumm nicht nur, aber dieses Gefühl ist auch ganz unangenehm, weil es so unnötig war. Sie hatten diese Erfolge, Sie haben aber auch dann diese Misserfolge gehabt. Wenn man mal diesen Erfolg hatte und erlebt da Momente des Scheiterns, gehen die dann noch tiefer? Die gehen extrem tief. Es kommt drauf an. Genau. Und es kommt ganz drauf an, wie man mit dem Scheitern umgeht. Ja. Also Edison ist gefragt worden, ob er nicht nach 1000 Fehlversuchen eine Glühbirne zu erfinden völlig demotiviert ist. Und dann hat er gesagt, nein, ich habe 1000 Mal gelernt, wie es Licht geht. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und ich meine, in dem Fall war es natürlich, oder oftmals ist es so, dass wir es existenziell spüren. Und wenn es an unsere Existenz geht, wenn es um Leben oder Tod geht, das ist wirklich der letzte Punkt, wo wir handeln müssen. Und es ist gut ausgegangen. Sie standen an der Klippe, haben aber den Weg gefunden. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung. Sie haben ja vor einigen Jahren auch, sind Sie mit Ihrem heutigen Partner zusammengekommen, mit dem Fernsehproduzenten Fabien Courage. Mhm. Sie haben, das haben Sie schon mal gesagt, mittlerweile auch eine Tochter, sind Mutter geworden. Ist das sowas wie das Highlight? Also jetzt kann man fast nicht mehr Nein sagen. Ne? Nee, kann man nicht. Also ja, kann man nicht. Aber ist es was Großes? Nicht nur meine Tochter, also auch der Werdegang dorthin, dass ich dann um Hilfe gerufen habe. Ich nach Jahren mit Claudia wieder Kontakt hatte, die mir die Arme geöffnet hat und gesagt, komm her und wir kriegen das hin. Und wir haben das zusammen hingekriegt. Nach viel, viel Arbeit und sehr, sehr viel Reden und mit sich selbst in Klaren stellen. Und ich wusste nicht, ob ich das wirklich schaffe. Und als es dann soweit war, dass ich... meinen größten Traum ist wahrscheinlich, den ich verwirklicht habe, und das ist meine Tochter, bekommen habe, Entschuldigung, fange ich fast an zu weinen. Das ist so der Moment, wo ich jetzt weiß, dass Karriere nichts ist. Also all das ist nichts. Ich bin heute bei mir und habe das Beste aus mir in ein Leben gepackt. Das ist jetzt da, die Kleine ist 3 Jahre alt.
und gibt mir so viel Sicherheit und hat mir eigentlich genau das zurückgegeben, was ich dachte, verloren zu haben oder erst mal gefunden habe. Und zwar, dass ich jetzt relativ stabil bin, weil ich das sein muss für mein Kind schon allein. Mhm. Und nicht nur spielen muss. Ja. Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr viel ergänzen. Jung, berühmt, erfolgreich und was dann? Sie haben auf jeden Fall eine Antwort darauf gefunden. Vielen Dank an Sie und an alle Gäste hier bei uns heute im Nachtcafé. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Da fragen wir uns, was hält Familie zusammen, jetzt die Spätschicht? Nochmal danke ganz besonders heute an alle Gäste und tschüss bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke. Danke.